Das ist teilweise echt knapp. Meine Güte. So, Boss-Time. Was zum Teufel? Wie bekämpfe ich dich? Ah. Oh. Na komm. Trotz noch so ein Ding nach mir. Bitte mehr Rotze. Was ist das? Nee. Na, wahrscheinlich noch einmal. So langsam wird's knapp. Hallo. Meine Güte. Bauspiel. Wow. Na, wobei, wenn ich springe, komme ich sogar nur gut damit, guten Timing. So, Svenja. Hau raus. Ja. Ja. Langsam hochzählen. Alter! Opa, da fällt mein Controller runter. Die große Liebe sitzt hier neben mir. Das ist die Frau, die für mein Geld verantwortlich ist. Gut. Ihr könnt euch jetzt gerne mal was zu trinken holen oder sowas. Das dauert jetzt erstmal ein Weilchen, bis wir das alles wieder durch haben. Ich muss nur auf die Frau hören. Wenn es einfach wieder genau falsch rum ist, Toasty. Ja. Ich kann es übrigens nicht beschleunigen, ich muss warten, bis der durch ist. Echt? Ich kann es abbrechen? Nö, ich habe alle Knöpfe gedrückt, ich kann es nicht abbrechen. Gut, ich könnte die Speed-Taste drücken. Wie gesagt, Start geht auch nicht. Okay, Level geschafft. Dann auf zum nächsten. Ein Piratenschiff. SS Teacup. Ja gut. So, Nummer 26. Jo. Stimmt auch soweit. Ach. Wow. Ist auf mich eingeflogen und gestorben. Heißt das, in dir kann ich wieder Gegner reinwerfen? No! Ich hab daneben geworfen. Was? Wie? Wie auch immer ich den gerade verfehlt habe. Für die willst du mich beim Geldzählen behindern? So nicht. New! Not the banana. So, weg mit dir. Huh. Das ist verdächtig, dass da eine schon ausgelöst ist. Aha. Aha, sag doch, das ist verdächtig. Was haben wir denn hier Schönes? Na gut, Feuer habe ich eh gerade. Was? Okay. Plötzlich kommt da so eine Schokobombe runtergeknallt. Sicher irgendwo was Geiles versteckt hier, oder nicht? Wenn ich hier schon so ein Secret Exit finde. Ich muss noch den Schlüssel dafür finden, für das geile Zeug da oben. Ist da
hier drin? Da ist die Tür zumindest. Schlüssel? Also hier war der nicht. Hätte ich ihn vielleicht sogar schon haben müssen? Gucken wir nochmal ein bisschen weiter. Ich kann eh jederzeit wieder zurück bisher. Das ganze Level ist unter Wasser. Ja. Einmal geflutet. Vielleicht ist ja so jetzt da hinten was. Schauen wir mal. Ne, hier hat sie nichts getan. Ist auch nichts. Da haben wir unseren Schlüssel. Dann erstmal zurück, bevor ich irgendwas bei. Die nehme ich eben noch mit. Aber ansonsten aktiviere ich jetzt erstmal nichts, bevor ich nachher nicht mehr hier zurück kann. Ich wünsche, dass meine Mütze so ein bisschen flattert. Kann Mario eigentlich ertrinken? Ich würde sagen, ja. Und zwar nach genau 254 Sekunden aktuell. So. Und der nächste Schatz. In Level 26 war das jetzt, ne? Das ist ja dann jetzt I. Läuft bisher. Sekunden. Ja. Wir hatten ja schon bei Mario Land 2, glaube ich, festgestellt, dass es keine Sekunden sind, die da abzählen. Oder war das woanders? Ja, die Nintendo-Sekunden. Ich glaube, das beste Beispiel für Nintendo-Sekunden ist immer noch Donkey Kong Country 2. Die Bonus-Level. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das waren 10 Sekunden. Seems legit. Und jetzt? Ist hier überhaupt noch irgendwas? Bringt mir das ganze, der ganze Weg überhaupt, aber muss ich einfach nur zurücklatschen jetzt. Ich glaube, das bringt mir alles nichts, also latsche ich zurück. Mario Land 1 war das, okay. Aber hey, wir haben unseren Schatz. Das ist schon mal super. Ups. Fällt da noch so eine Schokobombe runter? Nö. So. Und dann wieder ab auf den regulären Weg. Gibt ja, glaube ich, auch kein Geheimlevel in diesem Level, also kann ich einfach ganz normal weiterlatschen. Okay, das ist Wasser. Und einfach rüber. Ob ich die Fliegen jetzt mit meinem Jet erwischen kann? Nein, selbst da sind sie immer noch so schnell. So. Und rein da. So, ihr dürft wieder raten. Ich vertraue euch mal wieder. Wenn ich groß gewinnen will, muss ich einfach nur Svenja fragen. Eigentlich wollte ich ja keine 100% machen, jetzt mache ich es doch. Rechts, rechts, links. Okay. Boah, das war schon mal gut. Meh. Zumindest bin ich jetzt beim plus minus null. Immerhin nur die Hälfte. Und nicht wieder auf ein Achtel. Das ist noch okay. Kann man Ende eh trotzdem ein schönes Schloss leisten, hoffentlich. So, Level 27. Kann man da runter? Ja, kann man. Bringt mir nur nichts. Ah, hier bekommt man sogar den Jet direkt. Na gut, das andere kann ich nur mit Feuer aufmachen. Das hat nicht viel gebracht. Holen wir uns einen neuen Jet. No! Natürlich habe ich gerade so noch einen Arsch getroffen. Pff. Einfach anguckt. What's up? Wie? Okay, kann ich einfach so töten.
Kannst du bitte weggehen? Nein! Wie mein Feuer einfach nicht getroffen hat, ne? Aber dafür eher mich natürlich. Aber gut, werden wir wieder groß. Willst deine gute Bilanz nicht zerstören? Nach dem Motto 100% Trefferquote, so wie du es hast bisher, ne? So, und so. Meine Güte. Okay, da wären nur Münzen gewesen, das wäre nicht so schlimm. Dann weiter. Das ist so ein Level, das könnte ich mir vorstellen, das könnte es rein theoretisch auch ohne Wasser geben. Das ist auch genauso gebaut, dass man das auch ohne Wasser durchmachen könnte. Okay. Ich habe den Gegner in die Wand gedrückt. Geil. Das funktioniert wirklich. Das sah witzig aus. Ist hier auch irgendwas? Ah ja, eine 100er Münze wieder. Ich glaube, ich behalte das sogar jetzt. Und der Checkpoint. Ah, scheiß auf den. Ja, wobei, es war schon ein langer Weg bis hierhin. Wobei, ich kann ja gar nicht hier wieder zurück. Stimmt ja. Ist ja nur in die andere Richtung. Egal. Geht die echt nie. Kann ich das? Nee, so kann ich das nicht aktivieren. Mit Feuer könnte ich das aktivieren. Ja, komm. Gucken wir mal, was da drin ist. Vielleicht ist sogar ein Schlüssel drin. Nö, nur ein Herz. Willst du auch die anderen Variolent-Teile spielen? Also ich plane zumindest... Wie komme ich denn da hoch? Ach so, okay. Wario Land 2 auf jeden Fall. Wie es mit 3 und 4 aussieht, weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, auf 2 hätte ich auch schon Bock. Vor allem, weil das auch so ewig lange her ist, letztes Mal gespielt habe. Da habe ich nämlich auch so ziemlich null Erinnerungen noch dran. Herzen sind einfach nur für Leben da. Siehst du, wie Münzen in Mario... Wobei, Moment, ich komm da dran. Haha. Ich wollte jetzt mich einfach erst jetzt in die Lava schmeißen, aber... in die Lava, sag ich schon. In die Stacheln da unten. An die komme ich eh nicht dran. Burp, burp, burp. So. Da kommen die weg. So, wir zocken wieder. Da wir viele Münzen haben, vertraue ich wieder Svenja. Magica Sam! Destroyer, danke für 4 Monate Treue. Super geil. Es tut mir leid. So, 4 Monate bei Jan. Immer ein Fest. Danke auf jeden Fall, Destroyer. Ist das nur der... Ist es so der Ausgleich für deinen Ultra-Win von eben? Sorry. Immerhin noch 60 Münzen. So halb gesaved. Teil 2 auch 100%? Das weiß ich nicht. Das entscheide ich spontan. Hier habe ich es auch mehr oder weniger spontan entschieden, dass ich es dann doch mache. Mal gucken. Oh, guck mal, ich krieg hier sogar direkt Feuer. Oh Gott, jetzt beinahe wieder verloren. So, ich guck mal kurz mal. Wario Land 4 auf dem GBA hatte ich, glaube ich, bisher jeder gespielt. Ja, 4 ist auch ein sehr guter Teil. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ah, eigentlich haben alle Wario Land Teile Spaß gemacht. So. Geh weg. So, was haben wir hier Schönes? Ich raten, ich kann da was umdrehen. Ja, machen wir eine Leiter. Und kann oben entlang latschen. Hier ist das ganze große Money. Hier sind die Verdienste. Meine Güte.
hier mehr als auch nur Geld ist? So ein Schatz zum Beispiel? Nee, einfach nur Geld. Pong. Die Sache ist jetzt aber, jetzt muss ich aber auch hier unten auch noch mal entlang gehen, um zu gucken, ob hier was versteckt ist. Wie zum Beispiel das da. Der Jet. Noch ein Herz. Schön, die ganzen Gegner, die ich runtergeschmissen habe, die sterben hier gerade alle noch. So. Und weiter. Schön geflogen. Na, hier ist auch nichts. Hätte auch gut was versteckt sein können. Hier ist nur der Mittelpunkt. Ach, bisher war das Level ja noch gar nichts. Nein! Was haben wir hier drin? Genau das will ich hier nicht haben. Weil damit komme ich hier an die Sachen nicht mehr dran. Nein, 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 nein! Ich konnte nicht mehr springen. Oh Gott. Please die. Na gut, dann holen wir uns den doch eben. Bin ich wenigstens wieder groß. Dann landest du so mitten in dem Feld voller Gegner und denkst auch nur noch, oh shit. Hier wollte ich nicht sein. Wow. Wunderschöner Wurf. So, noch ein paar Münzen aus denen rausholen. Ja, ich glaube, ich möchte nicht ins Wasser. Außer vielleicht hier eben schnell. Moment, von der Seite aus. Und so. Komme ich wenigstens ins Feuer dran. Ups. Und das war's eigentlich schon. Das war auch irgendwie ein angenehmes Level. So, ihr dürft wieder entscheiden. Mittlerweile zocke ich doch ein bisschen häufiger. So, wie Oma sagt, links, rechts, links. Ich glaube, ihn hatten wir auch noch nicht. Vielleicht hast du ja ein bisschen mehr Glück. Nein. So. Ah, hey, mein Gewinn verdoppelt. Diese Münze ist inakzeptabel, die ich verpasst habe. Es tut mir leid. Nicht. Gewinn? Wett? Geht doch nicht. So, keine Geheimlevel hier. Level 29. Müssen wir so langsam mal wieder ein Schatz kommen vielleicht. So. Genau. Schön hoch in meine Flammen springen. Die! Ich sollte echt nicht einfach instant sofort springen, wenn ich in den Raum komme. Die Gegner spawnen leider mal ein bisschen später nach. Wo kommst du denn her? So, einfach nach vorne in die Flamme geschmissen. Ah, guck mal. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Schatz in dem Level. Die Kokos haben Schwimmreifen? Echt? Gar nicht drauf geachtet. Achso, hier kann ich nur... Hier kann ich nicht zurück. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier in dem Level bedenken, dass es anscheinend auch Türen gibt, durch die ich nicht wieder zurück kann. Das könnte... tricky sein. So, mit dir... Nee. Ich glaube, mein Feuer ist mir gerade aktuell noch am liebsten. So. Wie viele Münzen man fürs Bad Ending braucht? Okay. Keine Ahnung. Nee, Feuer ist immer noch geiler. Können wir hier gerne schreiben, apropos so, bei welchen Münzen man was für ein Ending bekommt. Oder sag mal zumindest, bei wie viel ist schlechtes Ende und bei wie viel ist bestes Ende. Würde mich mal interessieren. Schau mal einfach mal bis zum Ende durch. Meistens sind die Sachen, die ganz hinten versteckt sind, die besten. Und hier haben wir den Checkpoint zumindest schon mal. Weil das Level eh so total verwirrend
Best End ist Max Geld. Ja gut, ich glaube, das werde ich wahrscheinlich eh nie erreichen. Ja, dann wahrscheinlich 99.000 oder so, würde ich jetzt behaupten. Ist ja noch weiter. Meine Güte, will ich nicht. Schätze zählen aber auch noch mehr mit. Ja gut, vielleicht erreiche ich es ja dann doch. Hallo Ente, bye Ente. Ja gut, 99.000 dann zu null einfach. Na gut, da komme ich, glaube ich, ohne Jet nicht wirklich dran. Na egal. Auch nicht schlimm. Hatte mittlerweile eh keinen Überblick mehr, wo ich jetzt schon war und wo nicht. So. Au, da ist der Schlüssel. Perfekt. Das sieht gefährlich aus. So. Und so. So noch den Eingang nochmal finden, da ganz am Anfang. Also wieder zurücklatschen. Best Ending ist aber nicht mal Canon. Das zweitbeste Ending mit dem Schloss ist Canon. Huh. Ja gut, ich sag mal so, in Wario Land 2 hat er ja am Ende ein Schloss. Oder am Anfang besser gesagt. Das war wahrscheinlich das, was er hier verdient. So, würde mich die Tür dann theoretisch hinbringen. An den Anfang. Oh, nice. Direkt an den Anfang. Gut, dass ich sie eben nicht genommen habe. Perfekt. Dann haben wir hier in 29 Schatz J dann wahrscheinlich. Ja, perfekt. 5 Schätze nur noch. Ist das eine Axt? Ja, anscheinend schon. Meine goldene Axt. Wer hätte nicht gerne eine goldene Axt? Ja, Wario Land 3 habe ich auch geliebt als Kind. Deswegen war das auch damals eins meiner allerersten Let's Plays. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand noch von damals kennt. Jetzt nehme ich mal den Jet mit, einfach ein bisschen schneller zu sein. Ob das irgendjemand noch kennt, weil ich habe ja damals mein erstes Let's Play, was ich gemacht habe, also richtig auch, war ja... Wait a minute, die Tür war ich noch nicht drin. Aber ich glaube, ich erkunde jetzt auch nicht groß. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. War ja Chip and Chap. Dann habe ich Oracle of Ages, glaube ich, als allererstes gemacht. Also Zelda. Und dann war, glaube ich, Wario Land 3 sogar mein drittes Let's Play direkt. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist echt ein geiles Spiel. Das habe ich auch als Kind immer und immer wieder gerne gespielt. Wie weit kann ich denn fliegen bis hierhin? Also super gutes Spiel, auf jeden Fall. Und da haben wir auch das Ziel. Und vor allem Mario Land 3 dann 100% zu machen, hat auch immer Spaß gemacht. Okay. So, kommen wir zum Boss jetzt. Ja, kein einziges Geheimlevel in dieser Welt. Okay. Level 30. So, mit dir. Okay, Jet ist auch hier das Item der Wahl anscheinend. Weg mit dir. Nein! Wie ich da noch getroffen wurde. Ich sage also, wie komme ich jetzt an dem vorbei? Kann ich den? Ich kann einfach wegschubsen. Oder mich einfach töten lassen. Das sind eklige Gegner, wenn man kein Power-Up hat. Die Sache ist, wo führt mich der Weg hier hinten jetzt hier noch hin? Gucken wir mal, wo mich der Weg hier hinführt. Achso, ich kann da gar nicht lang, weil ich keine Arschbombe machen kann. Und auch kein Feuer habe. So, warten wir diesmal. Close one. Wir hauen den erstmal weg. So. Okay. Moment, kann ich? Nein, kann ich nicht. Dachte, ich könnte irgendwie auch so ein bisschen bestimmen, welche Richtung ich fliege. Moment. Bevor ich dem da noch in seine Banane reinfliege. So, weg mit dir.
Achso, dann komme ich hier hin. So. Sehr schön. Hätte ich einige sparen können, wenn ich direkt die entweder Feuer- oder Stampfattacke hätte machen können. Na, jetzt warten wir nochmal. Nope. So nicht Gegner. Ah, nehme ich Feuer mit? Ah, nee. Wir bleiben bei Jet. Wir nehmen uns dann einen Checkpoint mit. Ja, die Gegner gucken teilweise echt witzig entsetzt, wenn man sie trifft. So. Ja, noch kein Boss. No! Was war das? Wieso konnte ich da durch? Was war das denn für Quatsch? Wie mich die Stage schon wieder tötet. Wow. Dich komme ich jetzt aber auch nicht mehr dran. So. So, gehen wir mal hier weiter. Oh! Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass hier noch ein Schatz ist. Dann müssen wir jetzt erstmal den Schlüssel suchen. Okay, da haben wir auf jeden Fall zur Not nochmal Feuer. Die Sache ist, ich darf jetzt auch nicht einfach blind in jede Tür reinlatschen, weil das könnte einfach mal die Boss-Tür sein. Und die ist ja jetzt nicht hier irgendwie anders gekennzeichnet oder so. Huh. Das wäre ziemlich blöd. Jetzt mal die Spinne da töten. Komme ich da dran? Keine Ahnung. Ich lasse es einfach. Ist nur ein Herz. So, ist da. Hier komme ich. Achso, ich kann da durch natürlich einfach. Ah. Ja, können wir da noch ein Power-Up? Da ist der Schlüssel. Nice. Instant gefunden. Und runter.